Wir spielen heute ein 5000 Euro Hide and Seek in GTA 5 und wir müssen alle vier YouTuber finden. Let's go! Hey Leute, Crymax hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 und heute spielen wir eine Runde Hide and Seek, Leute. Und heute mit dabei Amir. Was geht? Max, ich hab schon was vorbereitet fürs Ende, wenn ich gewinne. Hier, den Loser. Alter, dann ist da noch Musik. Jo, was geht ab, Mann? Ich bin ready. Und Stadi, was hast du denn da für ein Gerät? Der Loser-Detektor ist an, der Loser-Detektor ist an. Alter, was sagt ihr da? Und Enrico ist auch mit dabei. Das geht, Junge. Eiscreme-Gang, Junge. Eiscreme-Gang, was faselt der da? Leute, ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Ihr habt jetzt 3 Minuten Zeit, um euch euer eigenes Versteck hier zu bauen. Und dann werde ich euch suchen. Und der Gewinner bekommt von mir 5000 Euro. Also, let's go, Junge. Das sah gut an, Leute. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go. Okay, Leute, wir gucken jetzt natürlich weg. Und die anderen dürfen sich jetzt verstecken. Let's go. So, Leute, wo verstecken wir uns? Das ist eine gute Frage. Wir dürfen natürlich nicht so... Es dürfte nicht so... Oh Gott, ich habe schon eine gute Idee, Leute. Ich habe schon eine gute Idee. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich werde Max auch ein paar Fallen stellen. Lass uns ein paar extra Verstecke bauen, die wir gar nicht benutzen. Okay, let's go, Junge. Wohin sollen wir gehen, Alter? Du kannst alles bauen, wie du willst. Alles, wie du willst. Oh mein Gott, wir könnten uns da oben verstecken. Ich habe eine Idee, Jungs. Aber ganz dahin dürfen wir auch dann, ne? Zu diesen komischen... Ja. Ah, das ist eine gute Idee. Ja. Dürfen wir auf die Dächer gehen eigentlich? Wir dürfen überall hin. Ich glaube, mit Rope Gun dürfen wir überall hingehen. Ja, okay, warte, ich gebe mir ganz kurz die Rope Gun. Ich mache jetzt ein paar Fallen erstmal für Max. Wie, du machst Fallen? Ich mache hier so einfach Fallen so Fallen, Junge, was soll das? So, ist Bro, ich weiß gar nicht, wo ich mich verstecken soll, Junge. Ich auch nicht. Ich hab was. Hast du was gespawnt oder bist du irgendwo reingegangen? Nee, ich mache Opacity jetzt hier weg. Aha. Pass auf. Collision Marsch raus, sorry, das meinte ich. Und dann gehe ich hier oben in so einen Ventilator von oben auf dem Dach drauf. Boah, das ist smart, ja. Guck mal, Leute. Ja, Mann, Alter, okay, Max wird da niemals was denken. Oh, ich habe auch eine gute Idee. Ey, Jungs, so. Ich habe ein Versteck. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. So, Leute, wir machen jetzt hier ein Garagentor davor. Wartet mal. Junge, wir werden uns einfach hier hinter verstecken. Ich sage euch ehrlich, der würde mich schon niemals da finden, oder? Was denkt ihr? Ich brauche noch ein paar Container, werde ich auch noch spawnen. Warte, ich hole mir jetzt irgendwas hier drauf, warte. Ich lenke Max komplett ab, Jungs. Ich lenke Max komplett ab. Ja, Mann. Ich brauche jetzt so ein... Der wird Zeit einfach da investieren, um was Falsches zu sein. Oh, ja, Mann, geiles Versteck, Bro. Hey, Armin, bist du versteckt? Ja. Willst du kurz mich gucken und sagen, ob mein Versteck lustig ist? Nein, ich hab nur eine Minute, Bro, was soll ich machen? Okay, der wird dich niemals finden. Guck dir meins an. Warte, ich guck jetzt deins an. Nein. Ich hab einfach so, ich sitze in so einer Pflanze drin. So, Leute, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Seid ihr alle versteckt? Ja, natürlich. Okay. Okay, ich habe jetzt 20 Minuten Zeit, die anderen Paul Berger zu finden. So, okay, dann wollen wir doch mal sehen. Also ihr würdet sagen, ihr seid zufrieden mit euren Verstecken. Ja, ich sag dir, einen musst du auf jeden Fall nicht finden. Okay, also irgendjemand hat hier auf jeden Fall schon mal so weirde Container hingespawnt. Das sehe ich doch direkt, dass die nicht standardmäßig hier sind. Aha. So, dann gucken wir mal kurz, ob hier jemand auf dem Dach drauf ist. Kann natürlich auch eine Falle sein. Okay. Wer war das denn hier mit den Containern von euch kleinen Paul Keine Berger, Ahnung, wo du redest. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, Alter. Okay. Also würdet ihr sagen, ihr seid mit euren Verstecken zufrieden, ne? Nee, ich bin sehr zufrieden. Okay, aber man darf ja auch nur auf dem Pier sein, ne? Ist klar, nicht drunter. Ja, gut. Ich muss sagen, das beste Versteck meiner Meinung nach hat Russig. Was? Danke, Jungs. Ey, ich wusste aber auch, Russig ist so ein kleiner Versteckprofi. Ich dachte mir das schon. So. Ich hab das Spiel studiert, Jungs. Oh, zack, Leute, dann gehen wir mal kurz hier hoch. Guck mal hier aufs Dach rauf. Ich bin relativ sicher, dass du keinen findest. Was? Ich sag, du findest nicht einen. Was? Ey, Leute, was ist so ein Power-Tipp? Was sagt Stani da? Ja, Tipps fangen wir erstmal später an. Gucken wir erstmal hier schön aufs Dach hier rauf, aber okay, habe ich auch keinen gesehen da oben. Ja, ich darf natürlich auch gleich ein paar Fragen stellen, aber ich versuche erstmal ein bisschen ohne Fragen, ja? Ja. So, okay. Also, ihr habt hier aber auch ein paar Container gespawnt, ey. Nö. Ja. Also, die sind, ich weiß, Leute, ich kenne GTA so gut, dass ich weiß, dass diese Container auf jeden Fall hier nicht standardmäßig stehen. Weißt du, was du meinst? Warte mal, hier ist doch die Opacity, die Collision, meine ich, bei einem Container aus. Da konnte man reinlaufen. Ach Mann, Alter, ihr macht hier richtig Pranks, kann das sein? Hat da jemand eine Falle gemacht, damit du Zeit da drin verschwendest? Wer kommt denn auf so eine Idee? Leute, also guck mal, das ist wirklich mit ganz ekligen Tricks. Die Blaze hier Container machen, dass man da durchlaufen kann. Und dann ist nicht mal einer drin.
Naja, krass, okay, alles gut. Naja, ich merke mir das. Warte mal jetzt, aber das bringt mich gerade auf die Idee. Ich habe hier bei dem Container gar nicht getestet, ob ich hier überall durch. Ah, guck mal, hier ist auch die Opacity unten. Also, Digga, ihr seid wirklich immer. Leute, die machen wirklich diese ganz ekligen Games, okay? Naja, gut, es geht auch um 5000 Euro. Wir können einen Tipp sagen: Container ist vielleicht schlecht, Bro. Okay. Ja, gut, wisst ihr was? Dann fange ich jetzt mal mit Fragen an. Aber ich habe ja noch genug Zeit. Also sind erst 2 Minuten vorbei. Also ist jemand von euch in so einem Container drin? Nein. Was für Container? Hier mal Container. Ja, diese gespawnten Container hier am Anfang. Nee. Ja, also ich bin in. Also. Ach. Dingsmühlen oder was? Nein, er ist in keinem Container drin. Okay. Stani hat er sich hier gerade ein bisschen verraten mit was, Leute? Ich weiß nicht. Gut, dann checken wir erstmal die Toiletten aus. Ne? Seid ihr vielleicht in den Toiletten? Oh, Max, hallo, Privatsphäre. Gibt's hier hallo, nicht. Warum gehst du da rein, Junge? Privatsphäre gibt's hier nicht. Es geht hier um 5000 Euro. So, fertig. Ja, okay. Zack. Okay, ich habe aber bis auf diese Container, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nur nichts so gefunden, was mir irgendwie so verdächtig vorkam vom Spawnen her. Naja, gut. Max, okay. Ich muss dir ehrlich sagen, ja? Ich habe eine Theorie bei dir ausprobiert und hätte ich das gemacht, hätte ich mich niemals gefunden. Digga, wer spawnt hier Autos über mich? Stalli! Was soll das? Hört mal auf, jetzt hier Sachen zu... Ey! Leute, ich werde hier voll geprankt, Mann. Hör mal auf. So. Max wird geärgert. So. Okay, warte mal, ich stelle jetzt mal wieder Fragen, aber ihr dürft bei diesen Fragen auch nicht lügen, ne? Das wisst ihr. Okay. Und zwar, ist jemand von euch auf einem Dach drauf? Ich bin auf dem Dach. Nein, ja. Ist niemand. Jetzt ehrlich, Donny? Ja, ich bin auf dem Dach. Okay. Stani ist auf dem Dach drauf. Hä, da ist ein Container mitten in der Luft, hä? Was macht ihr denn? Bro. Wow. Okay, hier sind auch wieder so ein paar Container auf dem Weg. Also irgendwie ganz komisch, was sie hier gemacht haben. Aber gut, okay, bis jetzt noch keinen gefunden. Naja, wir machen mal weiter. So, hier sieht auch noch alles clean aus. Bro, das ist zu schwer. Diesmal, ich sag dir ehrlich, das ist zu schwer. Ja, du hast das Geld nicht so hochsetzen dürfen. Weil jetzt tryharden wir alle. Ey, Leute, ich glaube, ich habe zu viel Geld gemacht hier. Ich guck mal in diese Zeitungsdinger rein, wo ich letztes Mal war. Oh, da hast du dich ja letztens versteckt. Da wird sich ja keiner drüber verstecken. Ja, vielleicht dachte jemand von euch so, oh, ich bin besonders. Oh, die Garage wurde auf jeden Fall nachträglich gesetzt, wo ich hier gerade durchgelaufen bin. Das habe ich gesehen. Nein, Er hat jemanden. Ey, Leute, letztes Mal haben wir Verstecke gebaut, um uns zu verstecken. Ihr baut ja Verstecke nur, um mich zu pranken, Alter. Ihr kleinen Paul Birchies. Diese Zeit, Bro. Ihr kleinen Paul Birchies. Wir entwickeln uns, Max, das weißt du doch. Alter, das ist keiner. Ach, Stani, du siehst mich also von hier aus. Ja, nicht unbedingt. Wir beobachten die nur. Wir beobachten dich durch. Ich habe eine Drohne aufgestellt. So, gucken wir mal, ob Amir hier wieder in einem Automaten drin ist. Nein, diesmal auch nicht. Er findet mich gleich. Nein, er ist ganz bei mir. Boah, das riecht Stani dran. Stani ist so frech. Aber gut, wir wissen ja schon, dass Stani auch auf einem Dach drauf ist. Ne? Das haben wir schon als... Nein, nicht zu dem Laden da. Nicht da. Nein, geh da weg. Ja, hat da jemand Angst hier? Man darf währenddessen nicht ein anderes Versteck einfach reinlaufen. Ne? Nein. Genau. Also eure Verstecke sind fest. Ihr dürft euch jetzt nicht bewegen hier. Das ist natürlich auch lustig. Du kannst ja auch lieber mal eine Frage stellen. Vielleicht fällt dir dann... Schwierig. Ist jemand hier von euch bei diesen Läden? Nein. Okay. Nee. Hier ist niemand. Bro, nee. Sagst du doch sogar. Ist jemand in einem Fahrzeug drin? In so einem das wäre ein geiles Versteck. Einfach von einem geparkten Auto reinzusetzen. Ja, das dachte ich mir gerade. Ist da jemand drin? Nee. Aber gute Idee. Nicht vielleicht, Enrico, ja oder nein? Nein, ich bin da nicht drin. Okay. Ja, ich check mal hier das da. Ey, Leute, das kann doch nicht sein, dass ich noch niemanden hier gefunden habe. Das ist keine gute Quote hier gerade. Das hat wehgetan, ey. So, schauen wir mal hier kurz Stanis Zuhause an. Ist ja hier gerade schon zu Hause. Was sagt der da? Nee, hier ist auch niemand. Ey, Leute, das kann... Aber bin ich schon bei euch in der Nähe gewesen? Ja, du bist an mir schon zweimal sehr nah vorbeigekommen. Was? Sehr nah war das. Ja, so in der Nähe, aber jetzt nicht direkt nah dran. Ja, in der Nähe. Okay, checken wir mal hier die Mülltonnen. Hier nochmal Stanis zu Hause. Zack. Ja, auch nicht. Boah, ich stand die richtige Immobilienguru hier mit den ganzen Tausend. Verändert. Also, ja, okay, ich muss schon sagen, ihr habt wirklich starke Verstecke. Okay. Das Riesenrad. Wisst ihr was? Ich check mal das Riesenrad ab. Das Riesenrad ist mir hier nicht so ganz geheuer. Weil da oben ist ja auch dieser Container. So, aber warte mal, wie komme ich denn hier in das Riesenrad rein? Ich glaub mich mal an sowas dran hier. Geht das? Nee. Oh, oh. Du musst ganz oben. Oh, oh.
Wie kann ich mich denn an was dran ropen? Ich glaube, bis Max überhaupt auf dem Riesenrad ist, ist die Folge vorbei. Aber ich glaube, das ist auch niemand auf dem Riesenrad. Aber warte mal ganz kurz. Da ist aber dieser Container da oben. Aber hast du nicht eben gefragt, ob niemand sich einen Container versteckt hat? Ja. Nee, hat keiner. Jeder hat Nein gesagt, also kann auch keiner oben drauf sein. Ja, okay. Ist ein guter Call, stimmt. Das zählt dann auch nicht. Okay. Seid ihr irgendwie hier, ich sag mal, in diesem Bereich, wo ich mich gerade bewege? Also, ich feiere es auf jeden Fall. Ich habe so eine Fake-Garage platziert. Lukas ist einfach an die vorbeigelaufen. Ja, ich bin was? Stani hat eine Fake-Garage platziert und ist dran und ich bin dran vorbeigelaufen. Spinne ich jetzt hier komplett? Ich muss sagen. Aber warte mal, dieser Automat hier ist auch so ein bisschen durch die Wand geklitscht. Irgendwas hier an diesem Kohleautomat wurde verändert. Oh, warte mal, ist vielleicht der Automat auch ein Prank? Alter, warte mal. Nein. Was? Leute, ihr Ekligen, schon wieder ein Prank, hä? Wie kann man denn so viel Prank machen? Also ich sage leider, du wirst niemanden. Ey, Leute, das geht nicht. Dach, Max, auf dem Dach. Hab ich ja schon beantwortet, oder? Ja, ich weiß, dass einer auf dem Dach ist. Wir müssen die Dächer mal. Aber wir waren ja auch noch nicht da hinten in diesem, bei diesem Seafood-Restaurant. Du darfst ja auch nicht vergessen. Du darfst doch nicht vergessen, es ist ja nicht nur einer auf dem Dach. Also, ja, Bro, ich kann dir sagen, beim Seafood-Restaurant ist keiner. Was? Ich bin da nicht hingegangen. Also ich auch nicht. Warte mal. Ja. Also ihr wollt mir jetzt gerade sagen, keiner von euch ist in dem hinteren Teil von dem Pier. Ja. Nee, Bro, du warst richtig nah schon bei mir dran. Also bin ich bei euch allen schon vorbeigelaufen? Ja. Vorbeigelaufen. Was? Safe, ja. Ey, ich check gar nicht mehr. Let's go, Leute. Ey, Jungs, was machen wir eigentlich mit dem Geld, was wir uns dann teilen? Ich check gar nicht mehr. Das Ding ist halt, Rucksack hat halt wirklich gewonnen. Ich check hier wirklich leider nicht. Also hier diese... Das Ding ist, die Garage, die muss ja die Collision aus sein, damit ich da reinlaufen kann auch, ne? Also wenn... Überall reinlaufen. Hä? Alter, ich check's hier gerade überhaupt nicht, Leute. Stani hat mir ja schon als Tipp gesagt, dass sich irgendwie dass in eine Garage sich gebaut hat. Weißt du, was voll smart wäre, Max? Nee, ich hab keine Garage gebaut. Ich hab eine Fake-Garage gebaut und da bist du auch vorbeigelaufen dran. Fake-Garage bin ich auch dran vorbeigelaufen. Im Komplex, genommen. Ja, das war die gewesen. Da wollte ich mich zuerst verstecken. Aber Alter, drin, schon wieder eine Fake-Garage. Ja. Was aber auch gutes Versteck. Verstecken, aber hab's dann sein lassen. Ey, nee. Ich check hier gar nichts mehr. Weißt du, was lustig gewesen war? Arcade. Warte mal, die Arcade. Es gibt noch die Arcade. Warte, alles gut. Das wusste ich gar nicht. Ist jemand in der Arcade drin? Ne? Nein. Hä? Ich brauche aber geiles Versteck. Also. Niemand ist in der Arcade drin. Das sind ja mal Gott-Verstecke, sind da drin. Da hätte man auch so viel machen. Aber jetzt, Leute, jetzt muss ich sagen, check ich noch weniger. Dass ich immer noch keinen von den vier Paulbergern gefunden habe, obwohl eigentlich alle... Du hast eine gute Chance auf den Dächern. Zwei Leute sind auf den Dächern. Ja, ich muss jetzt mal die Dächer abchecken. Und überleg mal, Ich muss mal die Dächer abchecken. Das Ding ist nämlich, 10 Minuten sind schon vorbei, die Hälfte der Zeit ist schon vorbei und ich habe noch keinen gefunden. War es noch nicht mal knapp, sag ich ehrlich, war es nicht mal knapp bei mir. Warte mal, hier das Dach vielleicht. Warte mal, zack. Oh, gute Idee. Nein, jetzt hat er mich. Ist jemand von euch auf der Achterbahn drauf? Nee. Auch nicht. Aber wäre schon smart, hätte ich mich oben auf den Container gelegt, weil wäre ich nicht drin gewesen, hätte die Frage trotzdem nicht beantwortet. Ey, Leute, also ich verstehe wirklich gar nichts mehr. Oh mein Gott, das ist krass. Bro, das was denn? Was denn? Und ein Header, Russik G. Hast du Russik gefunden? Ja, ich sag's vorbei. Ist vorbei. Max wird Russik nicht finden. Was? Was muss er denn für ein Versteck haben, wenn ich ihn... Also wenn er Russik findet, zahle ich dir 10.000 Euro. Was? 10.000 Euro, wenn ich Russik finde? Ich bitte YouTube, wenn du Russik findest. Das Lustige ist, ich glaube, ich bin so der man sieht mich sogar wirklich so wirklich, weißt du? Man sieht mich noch ein bisschen, aber... Aber das Lustige ist ja, dass ich letztes Mal in Russiks Folge so ein OP-Versteck hatte, was er nicht gefunden hat. Jetzt bin ich in Russiks Position gerade. Warte mal, sieht man dich eigentlich offensichtlich, oder was? Nee. Aber man kann ihn sehen. Ist schwieriger. Eigentlich unmöglich. Nein, also ehrlich, Leute. Achtung, nicht drauf, ist unmöglich, ihn zu sehen. Jungs, es wird langsam Zeit, noch jemanden zu finden. Ja, ich bin auch echt langsam hier mit meinen Ideen am Ende. Hier die Garage. Hast du die Dächer mal nicht abgecheckt? Ja, so, ich hätte Bro, ich hab doch hier die Dächer schon abgecheckt. Nein, hast du absolut nicht. Es gibt noch so viele. Du warst nicht auf meinem Dach. Also du bist in der Nähe. Außer vielleicht weiter zum Start noch, aber hier war ich auf dem Dach gewesen. Am Anfang war ich auf dem Dach gewesen. Mal so, wärmer. Außer, warte mal. Vielleicht sind die hier in diesen... Nein.
Klimaanlagen drin versteckt. Nein, sind wir nicht. Hallo. Bei den Klimaanlagen, ich sehe gerade, die Klimaanlagen kann man nämlich alle auch auswählen. Und da vielleicht die Kulissen runter. Oh mein Gott, ihr Ekling. Ja, aber das wäre schon hart eklig, wenn man das macht. Also, weil vor allem, es gibt ja so viele von diesen kleinen Klimageräten. Ach du, das schon richtig. Wenn man es da noch reinsetzen würde, wäre richtig ekelhaft, ne? Ja, klar. Das ist eklig. Okay. Also, okay, einer ist safe in so einer Klimaanlage drin, Leute. Aber die sind klein, also da musst du echt schon reinsetzen in die kleinen. Da. So, hier, zack. Ey, hä? Ja. Warum lacht ihr mich aus? Weil das lustig war, wie du gerannt bist. Bro, du bist voll durch die Welt gebackt, Junge. Okay. Ich dachte schon, ich bin hier an einem vorbeigelaufen. Glaubst du, die Kleinen sind echt krass, ne? Ey, das Ding ist, bei Stanley. Ey, das gibt's doch nicht. Leute, das wenn man geht so richtig hinkommt, oh, sind deine Flipflops, Bro. Also, ey, Leute, ich werde hier ausgelacht. Ich werde hier ausgelacht, Leute. Ist das crazy? Das ist echt krank. Ich sehe nichts. Ja, weil du dich richtig guckst. Ach du. Hä? Ja, ey, also das war echt jetzt? Also, krass, halt, ne? Das geht nicht. Ich habe einen Schuss gehört. Ich habe hier einen Schuss von jemandem in der Richtung gehört. Okay, also jetzt wirklich nochmal auf real. Ist jemand von euch in so einem Klimagerät drin? Ja. Bin ich auf dem richtigen Dach? Ja. Bro, mehr Tipps kann man dir gar nicht geben. Also sorry, aber... Habe ich das Klimagerät schon angeschaut, wo jemand drin ist? Ja. Bro, dann muss aber die Collision an sein, weil ich laufe dagegen. Nein, ist nicht an. Nein. Also es ist einfach nur krass. Weißt du, was krass ist? Du bist gerade irgendwie auf mich gejumpt oder so. Ey, Leute, wisst ihr was? Mir reicht jetzt hier. Ich werde jetzt hier einfach die Klimaanlagen alle weglöschen. Nein! Ist mir egal, Bro. Ist mir egal. So, dann werde ich euch finden. Also irgendwo müsst ihr hier drin sitzen. Jetzt ist hier Schluss mit... Hä, Amir, warte mal. Amir, ich sehe dich ja da hinten. Was? Ich bin weg! Du Ekliger. Was? Du warst hier in dieser... Alter! Hä, hier war aber gerade eben die Kulissen noch angewiesen. Da hast du gecheatet, Amir. Okay, Leute, Amir haben wir den gefunden. Den können wir von der Liste streichen. So, das heißt, aber wir gucken hier mal weiter. So, zack, ich lösche jetzt hier einfach mal Stück für Stück alle Klimageräte, die ich löschen kann. Hä, aber Leute, warte mal, das Klimagerät lässt sich nicht löschen. Hat da vielleicht jemand wieder die Kulissen deaktiviert? Warte mal, was ist da? Stani, bist du hier drin? Nein! Ey, Jungs. Aber ich muss sagen, geisteskranke Versteck hier in der Klimaanlage drin. Ey, das ist wirklich unfair. Aber damit haben wir jetzt Stani und Amir gefunden. Sehr, sehr gut. Aber auf jeden Fall, Bro. Leute, das Problem ist, ich habe auch nur noch 5 Minuten Zeit, um Enrico und Russik noch zu finden. Ey, das wird richtig, richtig schwer jetzt. Oh Gott, die Zeit läuft. Ich brauche jetzt hier Power-Tipps. Enrico. Warte mal, was ist das hier für ein NPC, der da steht? Ist jemand hier der NPC? Hey, das bin nicht ich. Nein, okay, alles gut. Enrico, bin ich schon mal bei dir vorbeigelaufen? Ja, bist du. Aber ich bin nicht oben, ich bin unten. Du bist auf dem Boden. Stehst du auf dem Boden? Ja, ich bin am Boden. Er ist in meinem Traum. Er ist am Boden. Hey, hallo! Warte mal, bist du auch in so einer Klimaanlage drin? Nein. Zu Hause. Ich bin bei jemandem zu Hause, ja, das stimmt. Warte mal. Bist du etwa im Müll drinne? Hey, da würde ich niemals reingehen. Ja, aber Jungs, warte mal. Ich habe auch gesagt, die Kulissen muss aus sein, sonst kann ich euch ja gar nicht finden, ohne die Sachen wegzulöschen. So. Du kannst doch die Mülleimer auch weglöschen. Ich sag's mal so. Aha. Du hast nicht genau geschaut bei mir. Alter, was? Ja, okay, und Russik habe ich gefühlt schon komplett aufgegeben, Leute, weil ich habe jetzt auch nur noch 3 Minuten Zeit. Ich sag mal so, Max, gib den Power-Tipp. Ich stehe in der Nähe von Enrico einfach und esse meinen Burger. Ey, Ami, Junge! Ich finde es so lustig, dass manche Leute dieselben Gedanken haben, weil... Ich lösche jetzt hier einfach alles weg. Mir ist egal. Zack, Müll weg. Oh, Stani ist auch bei mir. So, ey, ich check nicht. Ich steh sogar am Pier, Jungs, sieht man mich direkt. Ich hol mir das Cash, Jungs! Warte mal. Hey, nein, hier Jungs, muss es sein. Ey, haut doch ab, Mann. Hier muss Enrico sein? Ja, hier irgendwo, aber nicht... Hallo, ich schmeiß mal... Guck mal, ich schmeiß mal meinen Restburger weg hier drinnen, ne, Max? Ach, komm. Alter, was? Warte mal, hier, ich schmeiß meinen Burger. Was? Soll ich hier reinschmeißen? Ja, offensichtlich, da geht's ja nicht hier mehr. Hier reinschmeißen, was? Nein. Hey, vielleicht ein anderer. LOL. Okay, ich muss aber ehrlicherweise sagen,
Ich hätte dich niemals gefunden, wenn Armin dich hier nicht verpfiffen hätte. Hätte ich niemals gefunden. Also, auch sehr, sehr strong von Armin. Ja, aber, okay, ich habe jetzt nur noch eine Minute Zeit. Wie können wir jetzt noch Russik finden? Weißt du was, Russik? Lass uns so machen. Ja? Russik, du hast das Ding jetzt schon gewonnen. Cheat-Cheese an dich. Ja. Aber ich will trotzdem auf Ehrenbruder-Basis noch eine Minute Zeit haben, um dich zu finden. Und zwar gib mir mal bitte so einen Bereich in etwa, in dem du bist. Sag mal, ein bisschen kälter. Ich sag so, du musst nach oben schauen für mich. Nach oben schauen? Hast du was mit dem Riesenrad zu tun? Nee, aber ist gute Richtung. Johnny, gib mal hier, der Strom funktioniert wieder nicht. Ich muss hier reparieren. Ne? Nein. Freefall Tower. Das ist so ein krasses Versteck. Freefall Tower? Warte mal. Au, ich bin gestorben, bin runtergefallen. Ich glaube, ich weiß, wo Russig ist. Wie? Warum? Warte mal. Was soll das sein, Bro? Ich hab da so eine kleine Idee. Das Problem ist, warte mal, ich muss dich da einmal ganz kurz hochropen, Leute. Ich weiß nicht, wovon er redet, Jungs. So, weil, guck mal, was ist denn dafür? Warum ist ein Blumentopf auf einem Freefall Tower drauf? Oh mein Gott! Geisteskrank, das ist wirklich ein geisteskrankes Versteck, ey. Alter, holy moly Macaroni, Leute. Damit haben wir alle Paulberger gefunden. Also ich muss sagen, Russik hätte ich niemals gefunden da oben. Geisteskrank. Und Enrico, bin ich ehrlich, hätte ich glaube ich auch nicht gefunden. Leute, das war es auf jeden Fall gewesen. Hättet ihr alle gefunden. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt die Jungs aus und bis dahin. Haut da rein, Leute. Euer Crybags.